Es gibt heute wieder 10 B-Lizenz-Prüfungsstofffragen, aber diesmal von der Fitnesstrainer B-Lizenz 2.0 der Karriere als Fitnesstrainer Akademie. Und zwar haben wir ja Anfang April die neue B-Lizenz 2.0 rausgebracht, woran wir das letzte Jahr gearbeitet haben, alles nochmal komplett neu zu überarbeiten und alles neu zu machen, alle Abbildungen besser zu machen, das Design besser zu machen, aber natürlich auch den Inhalt neu abzudaten. Ja, wir haben wahnsinnig viele neue Quellen uns angeschaut, wissenschaftliche Quellen, und die reingearbeitet in diese neue B-Lizenz. Das heißt, es gibt eigentlich keine aktuellere B-Lizenz gerade auf dem Markt, was den Studienstart betrifft. Und ich habe mir für heute eben genau einfach Themen rausgesucht, die wir auch geupdatet haben in dieser Fitnesstrainer B-Lizenz 2.0. Das heißt, wenn du die B-Lizenz 1.0 noch bei uns machst, dann bringt dir das heute nicht so viel, aber viele sind auch schon dabei, die 2.0 bei uns zu machen, und deswegen ist das Video genau für diese Leute perfekt geeignet. Also, wir starten mal direkt rein mit der ersten Frage, und zwar: Welche Aussage zu Arthrose ist korrekt? A. In früheren Stadien baut sich die Knorpelschicht ab, in späteren Stadien bilden sich zudem Knochenauswüchse. Das ist korrekt, ja, zuerst sozusagen der Knorpel dran, und dann gibt es solche Osteophyten, nennt man das Ganze auch. Na, da gehen wir in der medizinischen Trainerlizenz auch nochmal genau drauf ein, aber die sollen dann sozusagen den Druck besser verteilen im Gelenk, was aber natürlich trotzdem eher kontraproduktiv ist, wenn es eben Knochenauswüchse gibt. Aber das ist sozusagen eine Reaktion des Körpers, den Druck besser im Gelenk zu verteilen, damit es, weil es dann mehr Knochenfläche gibt, wo eben der Druck verteilt werden kann, aber ist eben nicht das Ziel eines Menschen, dass da eben Knochenauswüchse passieren. Ne? B. Arthrose ist eine Erkrankung der Muskulatur. Das stimmt nicht. Ja, das hat nichts mit Muskel zu tun, sondern eher mit dem Knochen bzw. dem Knorpel. Ja, eher eine Knorpelerkrankung. C. Training und Bewegung wirken sich positiv aus. Das ist auf jeden Fall korrekt. Ja, wenn man sich alle Studien dazu anschaut zum Thema Arthrose, wird immer empfohlen, Training zu trainieren und sich auch zu bewegen. Ja, egal, unabhängig in welchem Stadium. Ja, natürlich muss man das Ganze dosieren und anpassen, aber generell ist Training und Bewegung immer gut bei Arthrose. Und D. Jede auf dem Röntgenbild erkennbare Abnahme der Knorpelschicht führt zu mehr Schmerzen. Und das ist nicht korrekt. Ja, das lernen wir auch in der medizinischen Trainerlizenz, dass eben die Abnahme der Knorpelschicht oder wie dick die Knorpelschicht noch ist, nichts damit zu tun hat, wie viele Schmerzen die Personen spüren. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass jemand total guten Knorpel hat und Knieschmerzen hat. Es kann auch sein, dass du einen schlechten Knorpel hast und gar keine Schmerzen hast. Es kann zum Beispiel auch sein, dass die Knorpelschicht gleich bleibt, also es verändert sich kaum was, aber du trainierst jetzt zusätzlich, ja, und gewöhnst den Körper wieder an Bewegung, baust Muskulatur auf, dieses Gelenk entlasten, und dann werden die Schmerzen weniger, obwohl über die Jahre der Knorpel noch weiter abnimmt. Ja, also es gibt eben keinen Zusammenhang hier zwischen der Knorpelschicht und der Schmerzintensität. Das ist eben auch wichtig zu verstehen. Und das macht jetzt viele, viele Themen auf, aber darüber sprechen wir natürlich in der B-Lizenz, aber auch in der medizinischen Fitnesstrainerlizenz nochmal genauer. Dann: Welche Aussage zur Herzmuskelentzündung trifft denn zu? A. Sie kann nur einen kleinen Teil, aber auch den ganzen kompletten Herzmuskel betreffen. Das ist korrekt. Das heißt, eine Herzmuskelentzündung ist nicht immer im ganzen Herz, sondern kann eben auch einen Teil betreffen. B. Wann eine Herzmuskelentzündung komplett abgeheilt ist, lässt sich schwer voraussagen. Das ist auch korrekt. Ich würde aber hier empfehlen, ja, einfach noch ein bisschen Zeit mit oben drauf zu legen, wo man eben noch nicht trainiert, wo man das Herz noch nicht belastet, einfach damit man hier auf der sicheren Seite ist. Weil es kann durchaus gefährlich werden, wenn man auf eine Herzmuskelentzündung drauf trainiert. Ja, das kann sehr gefährlich werden und sogar im schlimmsten Falle bis zum Tod führen. C. Sie verheilt auch bei konsequenter Schonung niemals folgenlos. Das ist nicht korrekt. Wenn man sich eben schont, dann kann es eben komplett ausheilen und da hat man dann später keine weiteren Folgen mehr zu spüren von so einer Herzmuskelentzündung. Und D. Eine nicht auskurierte Erkältung in Kombination mit sportlicher Belastung kann die Entstehung einer Herzmuskelentzündung begünstigen. Und das ist korrekt. Deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass ihr euren Mitgliedern und Kunden immer sagt: Hey Leute, wenn ihr krank seid, dann bleibt wirklich zu Hause. Es kann eine Herzmuskelentzündung entstehen. Das ist eine schwerwiegendere Krankheit als eine Erkältung. Und eine Herzmuskelentzündung kann sogar auch im schlimmsten Fall zum Tod führen. Also, wenn man erkältet ist und krank ist, dann einfach zu Hause bleiben, ja, einen schönen Tee machen und sich auf das nächste Training freuen, aber erstmal auskurieren. Ja, das ist hier ganz wichtig. Nächste Frage: Warum ist die Krankheit Atherosklerose so gefährlich? A. Verschließt ein Thrombus, also ein Blutgerinnsel, die durch Atherosklerose verengte Arterie, kann dies zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Das ist korrekt. Ja. B. Man kann nichts dagegen tun. Das ist nicht korrekt, denn man kann eben auch hier was tun. Man kann auch hier seinen Lebensstil, seinen Lifestyle verändern, mehr Sport machen, sich gesünder ernähren, Rauchen aufhören und so weiter und so fort. Das ist eben alles förderlich, dass wenn sich die Atherosklerose nicht weiterentwickelt oder dass man es vielleicht sogar das Ganze wieder besser in den Griff bekommt. Ne? C. Der Entstehungsprozess ist langsam und wird erst durch Symptome bemerkt, wenn die Krankheit etwas weiter fortgeschritten ist. Das ist auch korrekt.
Ja, man sagt sogar, dass es teilweise 10, 20 Jahre dauern kann, bis Arteriosklerose richtig ausgebreitet ist sozusagen und auch wirklich erkannt wird. Ja. Und D, die Krankheit entsteht unabhängig von der Lebensweise. Das ist auch nicht korrekt. Ich habe gerade schon einige Risikofaktoren genannt. Ja. Kein Training, ja, wenig Bewegung, Rauchen, schlechte Ernährung, ja, schlechte Ernährungsweise. Das sind alles eben negative Faktoren, die Arteriosklerose begünstigen. Frage Nummer 4. Welche der folgenden Methoden bzw. Faktoren hat einen positiven Einfluss auf die Regenerationszeit? A. Schlaf, ja, auf jeden Fall, wenn man gut schläft, ja, dann hat es auf jeden Fall einen Einfluss und einen positiven Einfluss auf die Regeneration, ist klar. B. Dehnen, das ist nicht korrekt, ja, wenn du dich nach dem Training dehnst, hat das keinen positiven Einfluss auf die Regenerationszeit oder auf die Regeneration, ja, das ist einfach ja, irrelevant, ne, deswegen Dehnen fördert nicht die Regeneration. C. Kälteanwendungen, zum Beispiel Eisbad, das ist auch nicht korrekt, das fördert auch nicht die Regeneration. Das haben wir eben auch uns die ganzen Studien dazu angeschaut und haben dann in der B-Lizenz ein Fazit dazu geschrieben, was denn hier korrekt ist und was es für positive oder auch negative Effekte haben kann, das Eisbaden. Ja. D. Foamrolling, auch Foamrolling, also das Rollen auf einer Hartschuhrolle hat auch keinen Einfluss auf die Regeneration oder die Regenerationszeit. Das ist auch ein Mythos, der wissenschaftlich nicht bestätigt ist. Und E. Ausreichend Protein und Kalorien. Das ist allerdings korrekt. Ja, das heißt, die Proteinbiosynthese wird durchaus dadurch beeinflusst, wie viel Protein im Körper zur Verfügung steht. Und auch wird es etwas dadurch beeinflusst, ob wir dann gleich dem Körper auch Protein zuführen nach dem Training. Das ist hier korrekt. Nächste Frage. Welche Aussage zum Hypertrophie-Training trifft zu? Auch beim Thema Hypertrophie, also Muskelaufbau, haben wir uns viele, viele Studien angeschaut und einige Updates gemacht in der neuen B-Lizenz. Das heißt, ja, da gibt es auch neue Erkenntnisse und die haben wir da alle mit eingearbeitet. Ein paar verrate ich jetzt hier und zwar A. Es lässt sich sowohl mit einem niedrigen, mittleren als auch mit einem hohen Wiederholungsbereich Muskulatur aufbauen. Das ist korrekt. Ja. Es würde sogar richtig sein, wenn man sagt, es lässt sich gleich gut Muskulatur aufbauen, insofern das Trainingsvolumen gleich bleibt. Also das Trainingsvolumen ist eigentlich hier entscheidend für das Thema Muskelaufbau. Und natürlich ist es manchmal das Trainingsvolumen nicht so praktisch bei zum Beispiel einer Wiederholung oder bei über 15 oder über 20 Wiederholungen. Aber da machen wir auch in der Lizenz genaue Rechnungen, was dann hier das Trainingsvolumen ausmacht, bei welchem Wiederholungsbereich und setzen dann ins Verhältnis, das Ganze ins Verhältnis und empfehlen dann eben einen bestimmten Wiederholungsbereich oder bestimmte Wiederholungsbereiche, die eben für Muskelaufbau immer noch sehr sinnvoll sind. Aber grundsätzlich könnte man sagen, okay, es ist sogar egal, in welchem Wiederholungsbereich du trainierst, solange das Trainingsvolumen gleich bleibt. Ja. B, Muskelversagen ist zwingend notwendig. Das ist nicht korrekt. Ja, Muskelversagen ist nicht notwendig. Es reicht manchmal sogar aus, wenn man ein oder sogar zwei Wiederholungen vor dem Muskelversagen schon aufhört. Auch das kann eben einen anabolen Reiz haben und dadurch können wir auch Muskeln aufbauen. C, entscheidend für den Muskelaufbau ist vor allem, dass insgesamt genug Trainingsvolumen absolviert wird. Das ist korrekt. Ja, Trainingsvolumen ist hier eben das Entscheidende, hat man herausgefunden. Und D, man muss jeden Muskel mindestens zweimal die Woche trainieren, um Muskulatur aufzubauen. Das ist nicht korrekt. Es ist eben auch gut, wenn man den Muskel einmal pro Woche trainiert, auch dadurch wird man Muskulatur aufbauen. Ja, das heißt, das ist schon mal das Indiz dafür, dass es nicht korrekt ist. Aber noch ein, zwei Sätze dazu zum Thema Trainingshäufigkeit. Ja, solange das Volumen gleich bleibt, gibt es sozusagen nur eine leichte Tendenz, dass eben es besser wäre, den Muskel zwei bis dreimal pro Woche zu trainieren, als nur einmal. Ja, das heißt, es ist immer unter der Voraussetzung, das Volumen ist gleich. Die Unterschiede sind nicht so krass, wenn man den Muskel nur einmal pro Woche trainiert oder zwei oder dreimal. Aber es gibt eben eine leichte Tendenz zugunsten des zwei- bis dreimal Trainings pro Woche für eine Muskelgruppe. Genau, das kann man eben auch noch hier mit dazu sagen. Das ist eben auch cool zu wissen. Dann, welche Aussage zu den verschiedenen Dehnmethoden trifft zu? A. Alle Dehnmethoden führen zu einer Verbesserung der Beweglichkeit. Und das ist korrekt. Ja, das ist richtig so. Egal, wie du dehnst, ja, du wirst auf jeden Fall dadurch beweglicher. B. Die PNF-Methoden scheinen etwas effektiver als die anderen D-Methoden für eine Verbesserung der Beweglichkeit zu sein. Und hier war es so, dass wir in der alten B-Lizenz eben noch gesagt haben, okay, das würde stimmen, ja, aber wir haben uns das alles nochmal genauer angeschaut und nochmal die neuen Daten einfließen lassen und sind zu dem Aspekt gekommen oder zu dem Fazit gekommen, dass es eben nicht der Fall ist. Das heißt, diese Frage ist eben nicht korrekt. C. Die dynamische D-Methode scheint etwas effektiver zu sein als die anderen, auch nicht korrekt. Und D. Die statische D-Methode scheint effektiver zu sein als die anderen. Für die Verbesserung der Beweglichkeit und das ist korrekt. Also die statische D-Methode hat hier eben leicht die Nase vorn gegenüber den anderen D-Methoden. Welche Aussage über das Dehnen trifft zu? A. Kurze und entspannte Dehneinheiten führen zu Muskelaufbau und zu einer Kraftsteigerung. Das ist nicht korrekt. Ja. Es ist allerdings korrekt, dass man durch sehr intensive Dehneinheiten im maximalen Schmerzbereich und wenn man das Ganze mehrere Minuten lang durchführt, dass es dann sogar durch das Dehnen zu einem Muskelaufbaureiz kommen kann. Ja?
was eben hier in der Theorie ganz interessant ist zu wissen, ja, aber in der Praxis macht es halt keinen Sinn, den Muskel total im Schmerzbereich über mehrere Minuten lang zu dehnen. Da ist das Krafttraining doch auch eine sinnvollere Variante, ja, aber es ist eben interessant mal zu wissen, dass sogar das eben einen Hypertrophie-Reiz auslösen kann. In der Lizenzbeschreibung ist natürlich genauer, wie das funktioniert. B. Dehnen kann bei Rückenschmerzen zu einer Schmerzlinderung und Verbesserung der Funktionseinschränkung führen. Das ist korrekt, ja. Dehnen ist eine gute Maßnahme beim Thema Rückenschmerzen, genauso wie Krafttraining, ja, genauso auch wie Ausdauertraining. C. Durch Dehnen kann der Blutdruck gesenkt werden. Auch das ist korrekt, da sage ich gleich noch was dazu. Und D. Wer die Muskulatur dehnt, dehnt automatisch auch die Blutgefäße. Und das ist auch korrekt. Das heißt, auch Dehnen hat einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System. Man hat eben herausgefunden, dass die Funktion der Blutgefäße verbessert wird und auch, dass der Blutfluss verbessert wird durch das Dehnen. Ja? Und dadurch wird eben auch der Blutdruck gesenkt. Das ist eben auch ein cooler Nebeneffekt vom Dehnen. Also Dehnen hat eben auch einen Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System. Welche Aussage zum zyklusabhängigen Training trifft zu? Ja, wir haben eben auch dieses Thema zyklusabhängiges Training mit in die neue Lizenz integriert, weil es eben auch ein wichtiges Thema ist und man da eben auch schon mal was drüber gehört haben sollte. In der zweiten Zyklushälfte sind Frauen tendenziell belastbarer als in der ersten und bereit für sehr intensives Kraft- und Ausdauertraining. Das ist nicht korrekt, sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. B. In der ersten Zyklushälfte sind Frauen tendenziell belastbarer als in der zweiten und bereit für sehr intensives Kraft- und Ausdauertraining. Und das ist hier korrekt, man sieht eben hier in der ersten Zyklushälfte, dass die Frauen hier belastbarer sind. Was daran liegt, dass der Östrogenspiegel hier steigt in dieser Zyklushälfte und das hat eine ähnliche Auswirkung wie eine Steigerung des Testosterons bei Männern. Ja, und so kann man sich das eben vorstellen und dadurch ist man eben da leistungsfähiger und eher bereit für Leistungssteigerung. Ja. Und wie sieht das Ganze aus während der Periode? Während der Periode hat man eher Leistungseinbußen. Ja? Das heißt, man ist etwas schwächer und ist vielleicht nicht so bereit für sehr intensives Training. Aber es gibt eben auch Frauen, wo das wieder komplett anders ist, ja? Die eben keine Schmerzen haben in der Periode und dann sehr leistungsfähig sind. Das gibt es auch, aber tendenziell ist es schon eher so, dass es so Leistungseinbußen kommt während der Periode. Ja? C. Zyklusabhängige Besonderheiten sind bei jeder Frau gleich. Mit der Information, die ich gerade schon gesagt habe, kann man schon mal sagen, das stimmt auf jeden Fall nicht. Das ist immer bei jeder Frau etwas anders oder kann anders sein. Und D, Training im Fitness- und Breitensport muss an die zyklusabhängigen Besonderheiten angepasst werden. Das ist auch nicht korrekt. Ja. Im Fitness- und Breitensport, wenn man halt ja, regelmäßig trainiert, jetzt aber keinen Leistungssport macht, dann muss man das nicht unbedingt berücksichtigen und beachten. Man sollte das im Hinterkopf behaben, ja, dass es das gibt, auch als Trainer. Aber man muss jetzt nicht das Training danach individuell komplett daran anpassen. Im Leistungssport sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da sollte man sich schon eher auf diese erste Zyklushälfte konzentrieren, dass man da vor allem plant, halt wirklich Leistungen zu steigern, stärker zu werden und dann nochmal ein paar Prozente mehr rauszuholen. Ja, aber das ist eher im Leistungssport oder im sehr ambitionierten Freizeitsport der Fall. Ja. Kommen wir zur vorletzten Frage zum Thema Ernährung. Ja, welche Aussage zur Notwendigkeit von Kohlenhydraten trifft zu? A. Kohlenhydrate sind essentiell für den menschlichen Körper. Das ist nicht korrekt. Ja. Man kann Kohlenhydrate auch selber herstellen, Stichwort Gluconeogenese, also die Neubildung von Glucose, ja, durch zum Beispiel Proteine. Aber ja, dazu auch mehr eine Lizenz. B. Der vollständige Verzicht auf Kohlenhydrate geht mit einem Verzicht von vielen Lebensmitteln einher, die wiederum essentielle Nährstoffe enthalten. Das ist auch korrekt. Ja. Zum Beispiel solche Sachen wie ja, Ballaststoffe sind hier zum Beispiel ein Thema, ne, die vielleicht dann weniger konsumiert werden. Gibt es natürlich auch Möglichkeiten, anders aufzunehmen, aber ja, das könnte zum Beispiel hier problematisch werden. C. Fachgesellschaften empfehlen einen Kohlenhydratanteil von mindestens 50% an der gesamten Ernährung. Das ist auch korrekt. Ja, das sagen eben die aktuellen Fachgesellschaften. Und D. Der Körper kann Glucose auch ohne eine Zufuhr von Kohlenhydraten selbst herstellen. Ja, das haben wir eben auch schon vorhin besprochen, dass das möglich ist. Also das ist auch hier korrekt. Letzte Frage zum Thema Ballaststoffe. Ballaststoffe, ja, wirken sich risikosenkend auf einen erhöhten Cholesterinspiegel, Diabetes und Krebs aus. Und das ist tatsächlich korrekt. Ja, hat einen positiven Einfluss darauf. B. Ballaststoffe sind schlecht für die Verdauung. Das ist natürlich nicht korrekt. Ja. C. Wirken sich risikosenkend auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Das ist auch korrekt. Das heißt, Ballaststoffe haben einige positive Wirkungen im Körper auf jeden Fall. Und D, sie liefern im Schnitt 7,1 Kilokalorien pro Gramm. Und das stimmt nicht. Ja, aus einigen Ballaststoffen kann der Körper eben Energie gewinnen, aus manchen auch nicht. Aber pauschal wird den Ballaststoffen hier einfach 2 Kilokalorien pro Gramm zugeschrieben. Ne, das ist eben so ein guter Wert, mit dem man eben arbeiten und rechnen kann. Und E, die Ballaststoffe sind nicht essentiell.
Und das ist korrekt. Sie sind nicht essentiell, aber natürlich trotzdem förderlich für die Gesundheit, wie wir hier gerade auch schon gesehen haben. Also, das waren eben die 10 Fragen. Ja, schau dir gerne mal die neue Fitnesstrainer Bilizin 2.0 der KF Akademie an, wenn du die noch nicht hast. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut geworden. Und du kannst dir auch gerne mal einen kostenlosen Demozugang sichern und mal kostenlos in die erste Lektion der neuen Fitness-Trainer-Lizenz reinschauen auf der Webseite, einfach auf kfakademie.de und dann gehst du oben im Menü auf Demozugang und da findest du das Ganze. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, dein Tim Kunalczyk, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.